sind die PS Gebäudetechnik aus Köln, haben 22 Mitarbeiter und üben das normale Handwerk Sanitär, Heizung aus. Auf den Hund sind wir gekommen, weil mein Sohn einen Hund haben wollte und wir wollten den Hund ausbilden. Dann haben wir überlegt, zu was wir den Hund ausbilden. Dann haben wir mit Schimmel angefangen. Schimmel ist relativ einfach auszubilden, weil es da 15 Grundsorten gibt, aber nicht mit unserem Gewerk zu tun hat oder nicht direkt. Daraufhin haben wir dann überlegt, den Hund als Leckagehund auszubilden. Wir haben die Luna sensibilisiert auf Baustoffe. Das heißt also Rehgips, nassen Rehgips. Wir haben eine Kombination zwischen Estrichputz und Fliesenmörtel und Fliese selber. Also diese Baustoffe, die immer in der Kombination zusammen auftreten, darauf ist sie quasi trainiert. Man kann nicht sagen, dass es eine durchgehende Geschichte ist. Man muss also sie schon auf die einzelnen Baustoffe trainieren. Das haben wir getan und die größten, also ich sage mal 90% decken wir ab. Wir differenzieren die Luna mit solchen Dosen, die hier ein kleines Loch haben. Dadurch geht der Geruch raus und dadurch, dass er rausgeht, muss sie ihn anzeigen. Die sind dann gefüllt in Kombination. Sie sehen hier, da ist jetzt Fliese, da ist jetzt etwas Dämmmaterial, so wie eine Vorwand letztendlich kreiert ist. Das ist ein Beispiel dafür. Das Ganze brechen wir auf Rehgips, auf Putz, auf Estriche runter. Das ist eine Kombination von dessen. Wir müssen auch schon mal die Kombination nehmen, weil die Kombination wieder einen ganz anderen Duft hat. Wir kaufen ja heute auch ein Produkt nicht, weil das Produkt ein Produkt ist, sondern wir kaufen ja Sicherheit, Wärme, Wasser. Es ist auch letztendlich egal, was für ein Fabrikat dahinter steckt. Und dieser Hund, wenn der durch die Wohnung geht und das angezeigte, also das Anzeigeverhalten, was sie trainiert und kann und durchführt, ist der Kunde überzeugt. Also wir sind sehr stark für eine große Wohnungsbaugesellschaft tätig mit über 700 Rohrbrüchen im Jahr. Natürlich finden 95% circa unsere Mitarbeiter durch logisches Denken. Man kann so Zahlen nennen, einmal in der Woche wird der Hund eingesetzt. Die Kosten belaufen sich auf das, was ein Leckageunternehmen selbst auch berechnen würde. Wir haben eine hohe Akzeptanz mittlerweile auch von den Versicherungen, die also natürlich angefragt werden. Sie ist da sehr zuverlässig, sie ist schnell und hat eine hohe Akzeptanz beim Kunden. Also wir haben jetzt den Aufbau für das Differenzierungstraining, haben hier 4 Gläser, die leer sind, jeweils mit einem kleinen Löchelchen, damit es autark ist oder authentisch ist. Und haben jetzt hier ein Stück Rehgips, der feucht ist, der aus einem Rohrbruch stammt. Dieses Glas wird jetzt von jemandem von Ihnen irgendwo hier reingestellt. Luna kommt rein, bekommt von mir ihren Befehl und mit dem Befehl sucht sie die Gläser ab. Das Anzeigeverhalten bleibt ganz klar, sie bleibt steif stehen und dann weiß ich, ich werde mit dem Klicker klicken und das ist für sie das Signal, dass es gefunden hat. Das ist eine feuchte Probe, die ich jetzt versteckt habe, damit hier das unter realen Bedingungen letztendlich gesucht wird. So,